Ground and pound. Ground and pound. Ground and pound. Hallo Fight Fans, mein Name ist Moritz Binder und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Ground and Pound Radio. Heute haben wir Deutschlands Nummer 6 der Ground and Pound Top 10 Liste im Weltergewicht, Yessin Ayari, in der Sendung zu Gast. Er wird uns auf den neuesten Stand der Dinge bringen und uns erzählen, was bei ihm gerade so los ist. Zudem bekomme ich von Ground and Pound Redakteur Martin Tauer Unterstützung. Hallo Moritz, hallo Yessin. Hey Jungs. Yessin, hallo erstmal und vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Immer gerne. Dein letzter Kampf war bei Superior FC am 15. September und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr harter und auf jeden Fall extrem spannender Kampf. Du hast den bisher ungeschlagenen Alexander Rajacic seine erste Niederlage eingebracht und zwar durch einen einstimmigen Punktsieg. Für die Zuhörer, die den Kampf vielleicht nicht gesehen haben, kannst du nochmal zusammenfassen und vielleicht auch ein bisschen den Kampf aus deiner Sicht wiedergeben? Okay, also es war eigentlich so, ich hätte ja eigentlich gegen den Patrick Simon kämpfen sollen, der dann verletzt abgetreten ist, ja. Und ich war gerade in Holland mit den anderen Jungs und habe mich vorbereitet und dann hat mich halt mein Manager angerufen und hat gemeint, ja, der hat abgesagt und es ist halt ein neuer im Spiel. Und ja, dann habe ich mir seine Kämpfe angeschaut und habe auf jeden Fall gesehen, dass es kein einfacher Gegner wird. Der hat auch auf zahlreichen BJJ-Turnieren abgeräumt. European Meisterschaft und was weiß ich, wo alles gekämpft, als ein richtig guter und erfahrener Grappler und BJJler auf jeden Fall. Und ja, aber ich habe gewusst halt, der seine einzige Chance ist, wenn er mich tappen kann und wenn ich nicht tappe, dann werde ich den Kampf gewinnen halt. Ja, und der Kampf hat so angefangen, dass er mich halt früh überrascht hat und so eine Art Guard gezogen hat und in Omoplata gegangen ist, was er echt richtig gut gemacht hat. Und ja, und dann habe ich ihn abgeschüttelt und ich glaube, ich habe ihn auch ein bisschen psychisch gebrochen, nachdem er halt gemerkt hat, dass die Submissions nicht so geklappt haben. Und ja, und dann war das Rest halt, bin ich auf ihn draufgelegen, mit Ground and Pound bearbeitet, Position, Ground and Pound und vor allem die Takedowns verteidigt. Ja, und ich war mir eigentlich sicher, dass es dann für mich geurteilt wird am Schluss. Ja, man hat das gemerkt. War jetzt die Kurzverfassung. Also man hat gemerkt, hättest du keinen kühlen Kopf bewahrt, dann wärst du wahrscheinlich tatsächlich in der Submission gelandet, weil, wie du gesagt hast, also man sieht sofort, dass der Alexander wirklich unglaublich gutes BJJ hat und einem jeder Fehler, den man macht, sofort den Kampf kosten kann. Also er hat sofort immer wieder angesetzt, aber du hast einfach einen kühlen Kopf bewahrt, hast dich nicht beeindrucken lassen und hast dir keine Submission eingefangen, sondern hast ihn, wie gesagt, kontrolliert. Von deiner Ecke hat man hören können, dass Alexander wohl ein bisschen nachgelassen hat und ermüdet ist. Jedoch hat er in der dritten Runde dann dich sofort mit einem ziemlich harten Treffer begrüßt. Warst du überrascht, dass er in der dritten Runde dann doch so stark wieder angefangen hat? Eigentlich nicht so, ehrlich gesagt. Ich habe gewusst, ich meine, jeder Kämpfer, der wird irgendwann immer noch was aus sich rausholen und egal, ob man muss immer aufpassen, ob es jetzt die erste oder letzte Runde ist, man hat irgendwie immer noch ein bisschen Reserven halt und ja, von seinen Punches habe ich mich jetzt nicht so beeindrucken lassen, aber ich habe gewusst, dass ich genauso in der dritten Runde aufpassen muss, dass er nicht irgendwie vielleicht einen Heel-Hook oder irgendeinen gefährlichen Hebel bekommt, weil da kann immer noch der Kampf halt entschieden werden und deswegen bin ich da schon konzentriert auch reingegangen. Und habe halt einfach gewusst, wenn ich jetzt so weiterkämpfe und ihn einfach kontrolliere, dass ich den Kampf auch gewinne. Ja, also wie gesagt, also der Kampf war wirklich extrem spannend und du kannst auf jeden Fall stolz drauf sein, dass du dich hier von so einem starken BJJ-Mann nicht hast einfangen lassen, sondern deinen Gameplan durchgezogen hast. Dein nächster Kampf wird auch wieder bei Superior sein und dort geht es dann nämlich um Gold. Genauer gesagt dann um den Weltergewichtstitel. Da wirst du dann nämlich gegen Kerim Engicek kämpfen. Der Kerim hat 2 Niederlagen via Submission und du hingegen hast 5 Siege durch Submission. Ist das dann auch deine Strategie, dass du Kerim möglichst schnell auf den Boden bringen willst und ihn finalisieren möchtest? Oder willst du wie in deinem letzten Kampf dann deine Fäuste sprechen lassen? Also es ist immer verschieden bei mir. Ich muss sagen, ich trainiere viel Ringen, viel Boxen, viel BJJ und mache eigentlich alles und ich will ein kompletter Kämpfer sein. Deswegen, also verrate ich nicht meinen Gameplan und es ist halt, wie gesagt, mit dem einen bleibe ich stehen, mit dem anderen gehe ich runter. Es kommt immer auf die Situation drauf an und lasst euch einfach überraschen, wie ich das machen werde. Ich habe auf jeden Fall einen guten Gameplan und
Ja, dann werde ich das umsetzen und dann wird es auch klappen. Dein Gegner hat den Halbfinalkampf gegen David Zawada ja verloren und ist jetzt nur im Finale, weil dieser sich verletzt hat. Siehst du dich da als großen Favoriten? Nicht so. Das Ding ist halt, wie gesagt, im MMA, es kann so viel passieren und ich unterschätze auf jeden Fall keinen Gegner und der Kerim ist auf jeden Fall echt gut. Der hat 3 Runden lang sich mit dem Zawada geboxt und ja, Respekt davor halt und ja, das wird ein guter Kampf und ich unterschätze keinen halt. Und ich meine, der Lucky Punch kann von überall kommen oder der Kerim ist auch kein schlechter Junge, dass er jetzt halt nicht schlagen kann oder nicht am Boden kämpfen kann. Der ist auf jeden Fall gut und ich werde ihn nicht unterschätzen. So wie ich keinen Gegner unterschätze, egal ob ich jetzt der Favorit bin oder auch nicht, ich werde niemals einen Gegner unterschätzen und ja, dann passt das schon. Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass die Niederlage von Kerim im Halbfinale und dann jetzt doch seine Teilnahme im Finale so ein bisschen das Turnier abwertet? Es ist in meiner Meinung nach, es ist immer schwierig, ein Turnier auf diese Ebene zu bringen, wo man halt sagt, dass die Kämpfer von den ersten Begegnungen bis Ende kämpfen halt. Weil es passiert viel, Leute verletzen sich, Leute kämpfen bei anderen Veranstaltungen und ja, es ist halt immer schwierig, dass man dann, es war auch in anderen großen Turnieren schwierig, dass man dann die vom Anfang gegen die kämpfen kann. Aber ja, ich denke, der Kerim ist auf jeden Fall ein guter Gegner und ich denke, ein guter Ersatz für Zawada halt, vom Stil sehr ähnlich und ja, ich freue mich schon drauf und ich denke nicht, dass es jetzt abwertend fürs Turnier ist oder so. Gehst du denn, wenn du in so einem Turnier bist, gehst du da irgendwie anders in den Kampf? Also achtest du mehr darauf, dass du dich nicht verletzt oder auch so beim Training, dass du da ein bisschen mehr drauf achtest? Trainiere immer hart und ich eigentlich nicht. Für mich ist das jetzt eigentlich egal, ob ich habe nicht von Anfang an gedacht, dass ich jetzt im Turnier bin oder irgendwas. Ich trainiere da für jeden von Kampf zu Kampf und jetzt trainiere ich für Kerim und wenn das vorbei ist, trainiere ich für jemand anders. Ob ich jetzt da, was weiß ich, beim Turnier kämpfe oder nicht, ich trainiere von Kampf zu Kampf und nach dem Kampf wird erst entschieden, wie es weitergeht. Und ich meine, ist auch verständlich, dass Verletzungen bei anderen Leuten passieren und so, da kann man halt nichts machen. Aber ich probiere natürlich auch immer im Training, dass ich mich nicht verletze oder so. Ich meine, jetzt da irgendwie, ich gehe jetzt nicht in meiner Freizeit irgendwie von Ding zu Ding springen, dass ich nicht die Verletzung zu provozieren. Ich lebe schon nach einem Kämpferleben und schaue, dass ich mich nicht verletze, dass ich gesund bleibe und dass alles passt halt. In Amerika, da ist ja auch Bellator, die eben auch dieses Turnierformat benutzen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so richtig den Durchbruch schaffen. Was hältst du denn so allgemein von dem Turnierformat? Ja, es ist halt, ich finde Turniere eigentlich nicht schlecht. Das Ding ist halt, die UFC ist halt einfach die beste Organisation und irgendwie ist es von jedem das Ziel, in die UFC zu kommen. Und ja, und wenn halt dann das Angebot kommt und alles, dann wechseln halt auch viele dorthin und dann, ja, ist das andere halt ein bisschen im Hintergrund halt, weil jeder will irgendwie in die UFC kommen. Aber ich finde es, ja, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, bei den Turnieren ist halt immer das, wenn sich einer verletzt oder der abspringt, dann wird es halt nicht mehr so interessant halt. Das ist halt wie zum Beispiel bei Strikeforce. Das Turnier am Anfang hat gut ausgesehen, aber dann ist Overeem abgesprungen, dann ist ja einer nach dem anderen halt weg und dann hat es halt auch ein bisschen an Interesse verloren halt. Das ist halt das Schwierige an so Turnierformaten, wenn die sich lange ziehen, im Gegensatz zu welchen, die sich halt an einem Tag ablaufen, dann ist es halt nicht so die Gefahr. Aber wenn sich Turniere so lange ziehen, über ein Jahr oder so, dann ist halt immer, ich meine, es ist schwierig für den Kämpfer, die wo hart trainieren, ist es schon so schwierig genug, sich genau auf den Zeitpunkt vorzubereiten. Ja, und dann passieren halt auch Verletzungen oder andere Sachen im Profigeschäft halt. Deswegen ist es halt immer so eine Sache. Du hast es ja sicherlich mitbekommen. Superior FC hat sich überlegt gehabt, eine Regel in ihr Regelwerk aufzunehmen, und zwar eben dieses Saved by the Bell zu verhindern. Sprich, wenn ein Kämpfer am Rundenende in einer brenzlichen Situation ist, zum Beispiel in einer Ground-and-Pound-Situation oder wenn er in einer Submission festhängt, dass der Kämpfer dann nicht durch das Rundenende, also durch die Glocke, gerettet werden kann, sondern sich erstmal aus der Position befreien muss. Ich hatte dazu Peter Sobotta schon mal gefragt, der diese Regel nicht so gerne sieht. Wie sieht es bei dir aus? Hättest du das begrüßt, wenn Superior diese Regel eingeführt hätte? Oder ist das auch nicht so dein Ding? Also ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so mein Ding. Ich finde halt, ein Kampf gibt eine Kampfzeit halt und die ist halt 5 Minuten in den meisten Fällen. Und ich finde, nach den 5 Minuten sollte halt vorbei sein, man hat seine Pause und dann geht's weiter. Und ja, ich finde halt, das sind halt die Regeln vom Kampf und
Ja, es ist auch manchmal so, wenn man in einer gefährlichen Lage ist, dass man sich halt dann retten kann in die Runde und in der nächsten Runde stark zurückkommt und wieder sich beweisen kann und alles. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel letztens einen Kampf gesehen in der UFC und da war es auch so, der eine hat die Submission gehabt und dann habe ich mir auch gedacht, halt, wenn es jetzt zu Ende wäre, halt, wenn irgendwie, weiß nicht, und dann kommen halt noch dazu die Entscheidungen, wie sieht man das von Schiedsrichter aus? Wer sagt da, wann vorbei ist, wann kommt er raus und so. Ich finde, man soll es so lassen, wie es ist. Die Regel nach 5 Minuten ist vorbei und dann kann man in seine Ecke gehen und ja, dann kann man stark zurückkommen. Das macht auch die Kämpfe spannender und alles. Du hast vorhin schon gesagt, du willst dich jetzt erstmal vollkommen auf den Kerem fixieren und dich auf ihn vorbereiten. Aber hast du schon einen Plan nach deinem Kampf bei Superior? Gibt es was für dich ansteht, was du erst noch machen möchtest? Zum Beispiel besondere Trainingcamps oder sonstiges? Ja, also ich denke nicht mehr, dass ich dieses Jahr kämpfen werde. Also vor allem halt ist es Weihnachten und alles, da sind sowieso nicht so viele Kämpfe. Aber halt Anfang nächstes Jahres will ich auf jeden Fall wieder kämpfen. Am liebsten wäre es mir natürlich im Ausland oder so. Und aber bis dahin werde ich mich auf jeden Fall im Training richtig fit halten und ich will auf jeden Fall auch eine Trainingsreise machen. Ich weiß zwar noch nicht wohin. Entweder vielleicht nach Amerika wieder und nach Brasilien oder so. Ich weiß noch nicht, aber ich will auf jeden Fall wohin fliegen, um zu trainieren. Aber da fehlt halt meistens auch ein bisschen die Kohle. Und wenn ich das zusammen habe, dann gehe ich auf jeden Fall woanders hin zum Trainieren. Und ja, und dann denke ich wieder, dass ich dann so im Februar oder kommt drauf an, wie es mein Manager, was der für mich hat, dann kämpfe ich dort wieder. Vor deinem Kampf, also vor deinem letzten Kampf da im Halbfinale von Superior, hattest du in Schottland gekämpft. Wie sieht das so mit deiner internationalen Karriere aus? Wolltest du da jetzt so mehr Kämpfe außerhalb von Deutschland bestreiten? Ja, ich würde es schon irgendwie bevorzugen. Ich meine, ich mag es halt so außerhalb. Ich will irgendwie, also wie jeder Kämpfer will ich auch in die UFC irgendwann kommen und ich will mich halt außerhalb beweisen. Ich will international auch was machen. Und klar bin ich nicht davon abgeneigt, auch in Deutschland zu kämpfen, aber ja, ich würde schon auch gern wieder im Ausland kämpfen und ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn es da was Geeignetes geben würde im Ausland und so, weil ich mich auf jeden Fall halt international messen will und ja, einfach nicht trainiere zum Spaß, sondern ich will davon leben, ich will in die größte Liga kommen und will dort halt was reißen auf jeden Fall. Ich will noch mal einhaken zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und zwar hast du gemeint, du würdest ja ganz gerne eine Trainingsreise machen, weißt auch noch nicht genau, wohin sich dann verschlagen würde. Gibt es denn so ein Gym, wo du sagen würdest, Mensch, da würde ich voll gern mal trainieren, oder bei dem Kämpfer würde ich gern mal hingehen und von dem was lernen? Gibt es da irgendwie so einen Wunsch, Ort, wo du gerne hingehen würdest? Ja, also ich würde natürlich am liebsten zu GSP gehen und mit denen auf jeden Fall zu trainieren halt. Das wäre natürlich ein Wunsch, mit dem zu trainieren. Und ja, es gibt auf jeden Fall richtig gute Gyms in Amerika und auf der ganzen Welt, wo ich einfach zum Trainieren hingehen will und einfach sehen will, wie die trainieren und mit den Leuten Sparring zu machen, mich mit den Leuten zu messen. Aber natürlich wäre es mit dem Champion aus meiner Gewichtsklasse natürlich ein Traum, mit dem zu trainieren. Ja, Jessin, willst du noch irgendwas an unsere Zuhörer richten? Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei allen, die den Sport unterstützen, dass in Deutschland es vorangeht und ich glaube, es geht auch voran. Vor allem in den letzten Jahren hat sich viel getan, denke ich, hier in Deutschland. Ja, und ich freue mich zu kämpfen. Also, Jungs trainiert auch da draußen, ich trainiere nämlich genauso. Und was ich mir noch wünschen würde, dass einfach ein bisschen mehr Sponsoren mit einspringen würden und einfach ein bisschen mehr das unterstützen würde, dann würde es viel einfacher laufen, weil es ist halt einfach nicht so billig, wohin zum Training zu fahren oder dort oder Trainingsequipment zu haben. Und das wäre mir sehr am Herzen, wenn da sich was tun würde noch. Aber sonst hat es echt einen Fortschritt gemacht hier. Und ja, ich freue mich, bald zu kämpfen und kommt her zu Superior, schaut euch an. Wird eine coole Show und Grüße an alle meine Familie und alle Leute. Jessin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen dir für deinen Kampf bei Superior das Beste. Dankeschön. Euch auch. Gute Arbeit, Jungs. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ground and Pound Radio.